Früher war Volleyball in der Schule der Sport für Mädchen, während die Buben meist lieber Fußball gespielt haben. Das hat sich längst geändert. Mädchen spielen Fußball und Burschen Volleyball. Vor allem die School Championships der Burschen im Volleyball sind sehr beliebt. Diesmal wurde die Siegerschule in Steyr in Oberösterreich ermittelt. BG BRG Polgerstraße aus Wien-Donaustadt in Weiß gegen das BRG Fichtring aus Kärnten. So lautet das Volleyball-Bundesfinale des Unterstufenbewerbs. Zwei ungleiche Mannschaften treten gegeneinander an. Das Kärntner Gymnasium hat einen Musikschwerpunkt und zwei Vereinsspieler. Die Wiener hingegen können mit einer Volleyballakademie und einem Team aus Vereinsspielern, die fünfmal pro Woche trainieren, aufwarten. Wir spielen halt alle regelmäßig im Verein, haben mindestens fünfmal die Woche Training im Verein und deswegen ist halt unsere Technik und das alles sehr gut. Ich glaube, das ist unsere Waffe. Für die Wiener geht es um den 7. Bundesmeistertitel. Für das BRG Fichtring ist der Einzug ins Finale eine Premiere. Mit einem 2:1-Sieg über Salzburg im Halbfinale löst Kärnten das Ticket für das Finale. Das BG BRG Polgerstraße zieht mit einem 2:0-Erfolg gegen Oberösterreich ins Finale und will sich nach 2015 den Bundesmeistertitel zurückholen. Im Finale dominieren die Wiener von Beginn an. Fast fehlerfrei ziehen sie den Gegner aus Kärnten davon. Der erste Satz geht mit 25:6 an Wien. Auch im zweiten Satz zeigt sich ein ähnliches Bild. Diesmal lautet der Punktestand 25:7. Im dritten Satz geben die Kärntner nochmal alles und erreichen mit vereinten Kräften 13 Punkte. Wien hat schon gedacht, dass sie jetzt fix gewinnen werden, da haben sie ein bisschen nachgelassen. Dann waren wir eben noch da, haben die letzte Energie gehabt und dann haben wir sie einfach noch probiert zu schlagen, aber hat leider nicht geklappt. Das beste Unterstufen-Volleyball-Team aus Österreich kommt aus dem BG BRG Polgerstraße. Die Wiener gewinnen ohne Satzverlust und holen nach 2015 den Titel in die Bundeshauptstadt zurück. Es fühlt sich echt super an. Wir haben jetzt 4 Jahre gespielt, letztes zum ersten Mal wieder mal gewonnen. Das fühlt sich echt gut an, ja? Es ist sehr schön und wirklich wundervoll. Kärnten ist über den Einzug ins Finale und Rang 2 überglücklich. Wir haben gar nicht gedacht, dass wir ins Bundesfinale, also Bundesmeisterschaften kommen. Und dass wir dann auch ins Finale kommen sind, das war echt, also schon ein Wahnsinn. Unglaublich. Also wenn man uns das vorher gesagt hätte, hätten wir das nicht für Möglichkeiten. Unser eigentliches Finale war das Halbfinale gestern, das wir ganz knapp gewonnen haben. Das haben wir gefeiert wie den Turniersieg. Und das heute war die Aufgabe. Und ich muss sagen, es war die beste Niederlage in meinem Leben. Die Bundesmeisterschaften 2020 werden in Hartberg in der Steiermark ausgetragen.